Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Conan Exiles Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Heute geht es um die Herausforderung Kleinholz aus einem Elefanten machen. Eine seltene Herausforderung für 70 EP. Und zwar stehe ich jetzt aktuell hier. Das ist an der Grenze zwischen H und I. Und im Bereich 11. Und zwar ist das genau hier am Elefantenfriedhof. Ihr seht schon ganz viele Elefanten im Hintergrund mit verschiedenen Stärken, so wie ich das hier sehe. Wenn ihr nicht im Admin-Modus unterwegs seid, müsst ihr natürlich ein wenig aufpassen. Zwei Sachen sind ganz wichtig. Erstens, ihr müsst eine reißende Großaxt haben oder irgendwas Vergleichbares, die Abtrennen drin hat. Das ist ganz wichtig. Und ihr dürft nicht zu viel Schaden machen, weil sonst der Gegner direkt tot sein wird. Wir werden das mal ausprobieren mit dem Schaden, den ich jetzt so eingestellt habe. Ihr müsst die rechte Maustaste gedrückt halten. Beziehungsweise die rechte Maustaste drücken zum Angreifen. Und dafür sorgen, dass der Elefant nicht ständig wegrennt, natürlich. So, und ihr müsst ein paar Mal draufgehauen haben, dann seht ihr, ist das Ganze schon komplett. Ja, ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat. Und wenn ja, dann könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben. Und ihr dürft euch natürlich auch gerne die weiteren Battle Pass Videos von mir anschauen. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.